Jo, servus Leute, willkommen aus dem Lift. Wir fahren diesmal hoch mal zu X-Line und machen mal ein, ja, First Ride ist es jetzt nicht ganz, aber First Ride für dieses Jahr. Ja, für die Saison. Ja. Weil letztes Jahr waren wir, glaube ich, auch nicht auf der X-Line. Wir waren einmal auf der X-Line. Echt? Im Regen oder was war das? Ja, also gutes Wetter war, stimmt, es war sauschlammig. Es war mega schlammig. War aber auch beschissen. Mit Winnie war das. Genau, deswegen, jetzt eigentlich so gut wie First Ride. Schauen wir mal, was mal heute abgeht, weil Wetter ist mal wieder ganz gut. Ja, ist echt krass. Boden sieht ganz gut aus. Es hat vorhin ein bisschen geregnet. Ich hoffe, das hat so den Staub ein bisschen als zur Erde gemacht. Und ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen an die ganzen Besserungswünsche an mich. Und wie ihr sehen könnt, bin ich auch schon relativ fit wieder. Also mein Nacken, der ist echt noch ultra verspannt. Und hier die Seite, die tut manchmal weh, wenn ich einatme oder sowas. Aber ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich habe den Sturz besser überstanden, als ich gedacht habe. Also ich dachte echt, da ist irgendwas gebrochen oder ich bin einfach fertig für die nächsten 2 Wochen. Typisch. Das ist halt echt typisch. Und weil ich bin ja aufgekommen. Ich bin erstmal mit dem Helm auf den Boden gekracht, aber so richtig. Und danach habe ich irgendwie 15 Sekunden keine Luft mehr bekommen. Das ist echt das Schlimmste und ihr kennt es bestimmt auch, man stürzt und kriegt keine Luft mehr. Und das ist echt einfach, es ist einfach das schlimmste Gefühl. Und da ich finde es auch nochmal krass, was der Trolley alles aushält. Weil wie gesagt, ich bin direkt drauf gekracht und der Helm hat nicht einen Kratzer. Also deswegen echt nochmal Respekt an den Helm, der mich da so gesaved hat. Und ja, genau, dem Enduro geht soweit schlecht. Weil Vorderrad voll verbogen, ich habe gesehen, da ist Speiche auch rausgerissen. Und die Magura MT5, die ist auch, da hat den Hebel voll verzogen. Aber ich bin überrascht, die ist nicht gebrochen, die ist nicht kaputt. Ich muss den Hebel eigentlich nur ein Stück zurückbiegen und das Ding funktioniert wieder. Und ja, soweit sieht es echt überraschend gut aus. Also das ist jetzt auch gleich unsere erste Abfahrt. Wir sind noch beide kalt, wir sind noch frisch quasi. Deswegen gehen wir uns jetzt mal ein bisschen warm fahren. Erster Ride oder auch Last Ride für heute. Warm fahren, wir machen eine Abfahrt. Ja. Aber bis wir X-Line unten sind, sind wir warm. Warum? Dann ist der Tag vorbei. Nee. Ja. Super. Dann können wir uns wieder warm ins Hotel chillen. Chillen. Und Sehr chillig, wenn man bis um 12 Uhr noch schneidet. Wird nur geschnitten hier, immer. Na gut, also wir sehen uns gleich oben auf dem Trail. Das ist eine Achterbahn. Komplett. Jedes Mal denke ich da oben, ich vergesse, dass es ein Double ist. Oh.
geile Part. Der Ball. Alter. Alter, meine Hände. Lebensmittel, der Sprung hier. Das ist geil. Kannst ja nur runtersenden. Hä? Kannst ja das Stück nur runtersenden. Was? Kannst ja nur das Stück hier runtersenden. Was, ja. Boah, nur auf die Hände. Komplett, gell? Ich komme mir mein Bike wieder zu hart vor auf dem Track. Ja. Ja auch? Ja. Hat nur der Dämpfer bei mir. Gabel ist geil! Geil, ja? Hammer! Ich hoffe ich. Oh. Alter. Meine Hände. Ja, uns auch. Alter, meine Hände! Oh.
Kätzchen. Die Wurzel war rutschig. Hä? Bist du lebensmüde? Bock! Das Waldstück war echt geil. Alter! Boah! Irgendwas mit meiner Hinterradbremse nicht. Hab ich endgültig gemerkt. Die quietscht, das Öl. Durchgedrückt, nichts passiert. Ist es perfekt? Perfekt gelandet! Du hast so eine lange Flugzeit irgendwie. Das ist geil. Ich bin perfekt gelandet. Echt jetzt? Das Rage hat die Landung perfekt weggenommen. Das hat sich angefühlt, als wäre ich gerade auf einer Wolke gelandet. Ja, ich bin so perfekt in die Landung gekommen. Nicht nur, ich hatte nicht nur den perfekten Winkel,
Ich hatte auch den perfekten Abstand. Nee. Alter.